Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Shabazz. Das Spiel habe ich auf Epic Games gefunden und es war spannend aus. Also dachte ich mir so, spielen wir es doch mal. Platziere einen Extraktor auf der Kreisform, um sie zu extrahieren. Das. So. Wir rennen. Ah, das ist ein Extraktor, oder? Extraktor. Platziere eine neue Form oder Farbe, um sie zu extrahieren. Okay. Und das ist so der Laufband. Okay. Dies ist kein Idle Game. Bau mehr Extraktoren und Fließbänder, um das Ziel schneller zu erreichen. Ah. Tipp, halte Umschalter, um mehrere Gebäude zu platzieren. Nutze R, um sie zu rotieren. Ah, mit R kann ich sie rotieren. Okay. Ich brauche mehr Gebäude, damit es schneller läuft. Mit R kann ich. Ja, perfekt. Dann mache ich doch das. Kann das nicht? Schade. Sollte eigentlich gehen, aber anscheinend nicht. Dann mach ich doch einfach so. Bam. Ah, geht nicht, verdammt. Schade. Wie soll ich denn hier eine platzieren? Geht ja dann gar nicht. Platzieren mal hier den nächsten. Oh, let's go. Level 1. Du hast gerade den Schneider freigeschalten. Der Form. Vertikal, halbiert. Vertikal, ah, okay. Achte darauf, die Überreste loszuwerden, sonst verstopft und blockiert er zu diesem Zweck, habe ich dir den Mülleimer gegeben. Er entsorgt alles, was du ihm fütterst. Okay. Schneider. Ah, das braucht jetzt, warte, das, genau das, danke. Schneider. Oh, ich kann es auch hier zum Beispiel platzieren. Wie machen wir es? Ich platze es einfach hier. So. So. Mülleimer. Wow. Perfekt. Ich bin so gut. Das braucht nur halbierte Stuff. Okay, das muss ich alles löschen. Platziere ich hier auch einen Schneider. Und ich kann direkt hier eigentlich einen machen. Oder hier. Machen wir mal da. Ist denn so? Dann mache ich hier den Mülleimer. Hä? Nein. So. Und hier geht es dann so lang. Perfekt. So, mit zwei Maschinen, die arbeiten. Das Spiel macht Spaß. Gut gemacht, platziere noch zwei andere Schneider. Übrigens, benutzt die Hotkey 0. Bis 9 Gebäuden schneller auszuwählen. Oh! Das ist so nützlich. Küste Herzspiel. 5. Oh, ja, wenn mein Mauszeiger nicht liken würde, dann würde das Spiel noch mehr liegen. Let's go! Dieses Level hat dir keine Belohnung gegeben. Schade. Wieso? Aber im nächsten gibt es einen. PS. Denk daran, deine alten Fabriken nicht zu zerstören. Du wirst sie später alle noch gebrauchen, um Upgrades freizuschalten. Ah, oh, ich kann Upgrades freischalten. Fließbänder, vertikale Tunnel. Ich kann Fließbänder schneller machen. Okay, die brauche ich jetzt eh nicht, also von dem aus. Der lösche ich. 4. Mit R kann ich die umwenden. Mach ich so? Wie mach ich? Mach so. 1. So hin. Dann mach ich 4.
hier noch einen. Und dann mache ich dann so. Perfekt. Zwei Stück. Er reicht eigentlich noch, aber. Nein, es reicht ganz und gar nicht. Ich habe gerade gesehen, 70 Stück brauche ich. Boah. A4. R. Kann ich nicht Fließbänder zusammen verbinden? Das ist richtig behindert. Weil ich meine, so, schaut das an. Ich kann das jetzt so machen oder so. Dann verbinde ich das halt damit. Aber es geht nicht. Ich muss so machen. Vier Stück. Sollte eigentlich hinkommen. Shift. Mit Dings kann ich so schnell wechseln. Mach zwei. Level 3. Leute, der multifunktionale Weltverteiler. Oh. Bruder Frankschall, damit kannst du nun endlich größere Fabriken bauen. Er kann Fließbänder aufteilen oder zusammenlegen. Das ist wirklich gut. Weißt du wieso? Mit der kann ich jetzt die zwei verbinden. Oder? Und also verteilt alle Eingänge gleichzeitig auf die ausgewählten Ausgänge. Hotkey 2. Warte erstmal. Wenn ich das da jetzt lösche und mit Hotkey das mache, dann geht das dorthin, oder? Let's go! Genau so wollte ich's. Dann wird mir unnötig Stuff. Okay, was brauche ich jetzt? Ich muss die halbieren. 5. Oh, ich muss es umdrehen. So. Okay. Das ist ein Problem. Aber wir können es lösen. Warte. Ich mach's so. Ja. Dann mach ich da. Nein, nicht das. 5, das dahin. Perfekt. Gelöst. Ja, okay, ich brauch noch eine Welt. Da. Bam. Kompliziert. Aber es funktioniert immer. Und genau das muss ich da oben noch machen. Nein, ich mache es mal vertikaler. Damit ich Platz spare. Dann platziere ich einen Schneider dahin. Und dann mache ich nochmal eine vertikaler. Und ich mache das da weg. Perfekt. Shit, wie schön das funktioniert. Es ist so langsam. Oder? Da, schaut mal das an. Es ist voll. Okay. Was soll ich da machen? Oh, ich brauche eine Idee, damit es schneller läuft. 2. Ich kann den Vertikal ein bisschen nach vorne platzieren. Obwohl, kann ich nicht, wo kann ich nochmal upgraden? Oh, Level 4. Der Rotierer. Wurde freigeschaltet. Er rotiert vor meinem Uhrzeigersinn. 90 Grad. Oh. Okay, egal jetzt. Das heißt, ich muss die zum 90 Grad rotieren. Seft. So funktioniert, oder? Ja. Hier leider platziert. Okay, ich muss hier Speed einlegen. Da oben ist komplette Katastrophe. Okay, 4. 4.
Routine. Nein, ich bin in der Richtung. Obwohl. So. Vier. So. Dann muss ich das nehmen. Hier hinpacken. Rotieren natürlich. Obwohl, ich kann es auch hier hinpacken. So hier hinpacken. Egal, hier. Rein tun. Ich brauche dann von hier aus auch schon einen Eingang. Okay, jetzt brauche ich. Jetzt kann ich natürlich mit zwei Schneidern arbeiten. Hier eine und hier eine. Nein, hier eine und hier eine. Voll. Ich muss hier die dann platzieren. Vier, nein. Fünf. Hier eine. Okay, eins. So. Und jetzt brauche ich nochmal das. Kann ich nicht alles zusammen verbinden? Natürlich nicht. Warte. Bam. 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 Nein, 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 nein. So. So. Boah. Da gibt's eine richtig. Oh, warte, falsch. Wir haben einen Fehler gemacht. Mach das weg. Brauch jetzt hier. Auf 6 war es, oder? Ja. 1, 2, 3, 4. Und jetzt platziere ich hier ein Rot. Nein. Ja, ich kann noch mal hin. So. Nein, das ist ja auch behindert. Warte, ich hab. Ja, ich finde den Fehler. Auf hier den Rotieren machen. Und jetzt mach ich den Zusammenfüger hier. Und brauch noch einen Zusammenfüger. Und jetzt kann ich das schön hier zusammen verbinden. Bam, perfekt. Jetzt funktioniert es. Aber da gibt es einen Stau. Das nervt mich. Man hat schön viel Platz hier. Das gefällt mir. Oh, let's go. Level 5. Der Tunnel wurde freigeschaltet. Du kannst Items nur untergebäuerlich oder fließbändig hindurch leiten. Ich muss ihn nochmal schneiden. Okay, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte jetzt. Warte mal. Muss schnell ausprobieren. Mit dem Fließband. Nein, so muss es. Obwohl, ist das richtig? Wartet mal. Ich weiß es nicht. Ich muss es ja nochmal rotieren, oder? Das heißt, wartet. Ich muss jetzt hier. Wo war das? Da? So. Also, jetzt mal das löschen. Jetzt schau ich erstmal, ob das klappt so. Hä? Oh nein, ich muss ja nicht nochmal rotieren. Ich muss nochmal. Nochmal schneiden. Ja. Mach das. Jetzt mach ich auf 5 first. Das. Und jetzt zeig mal, ob das funktioniert. Hä? Das schneidet er nicht noch. Nicht mal. Wieso schneidet er nicht nochmal?
Ja, okay, ist schon nicht doppelt. Nein. So. Hä? Warte, was wenn ich jetzt so mache? Dann 6. Oh, ich verstehe es. Erstmal muss ich es rotieren. 90 Grad. Jetzt kann ich es schneiden, richtig? Ja, genau. Jetzt muss ich da kompensieren. So, jetzt schneide. Bam, bam. Jetzt funktioniert es, oder? Genau. Jetzt muss ich schauen, ob das reinpasst. Passt es? Perfekt. Löscht das? Wieder kompensieren. Obwohl, nein, nein, nein. Ich habe ja den Tunnel bekommen. Ich will nicht die Stelle. Die werde ich safe nachher brauchen. Den Tunnel ist auf 3. Tunnel. Ich will das machen. Ich kann die 4 natürlich alle besetzen, indem ich die durch Tunnel dorthin bringe. Oder ich bringe die hier hin. Weil von hier kommt ja gar nichts. Ja, ich habe die Idee. Nein, warte, ich habe die Idee. Die ist das. Das. Und jetzt mache ich 2 Tunnel hin. Nein. Tunnel. Eingang. Und. Warte, ich muss mehr rauszoomen. So, 3. Ach komm, bitte. Funktioniert, okay? Eingang. Hä? Und wie mache ich jetzt den anderen Tunnel? Wie verbinde ich die jetzt? Erlaubt dir Formen. Reichweite 5 Kästchen. Oh nein. Das heißt, es muss irgendwo. Oh, es muss so. Oh, verdammt. Ja, okay, dann lohnt sich das hier gar nicht. Was ist? Ja, das klingt gleich mehr. Muss das dann hier hinpacken, oder? Ich hab gesagt, hier unten. Nein. Ist unnötig, finde ich. Gib mir einfach den da wieder. Jetzt gib mir den da. Ja, 4 ist so. Perfekt. Hab's mir besser vorgestellt, aber ja. Schade. Da gibt es jetzt natürlich einen richtigen Stau, aber. Ah, soll's. Pack genau so einen nach hier unten hier. Ja. Komm, gib mir. Wir haben ja Zeit. Bam. 4. Bam. 2 Stück. Jetzt brauchen wir einen Kompensator. Nein, Verteiler. Verteilen wir so. Dann packen wir hier 2 Schneider hin. 1. Bildschirmfoto exportieren. Nein, das habe ich gedrückt. So. 2 Stück. Ja, okay, vielleicht sollte das erst so platzieren. Jetzt auf 1, so. Schneiden. Danach muss ich es
Was müssen wir danach machen? Danach muss ich es umdrehen. Bam. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich es zusammenfügen. Ja, okay, vielleicht besser zusammenfügen. Ich muss es nochmal schneiden. Schon mit zwei, oder? Ja. Schneiden, schneiden. Und dann zusammenfügen. Und jetzt muss ich die zwei zusammenfügen. Ja. Das kann ich eigentlich auch hier oben machen. So. Ich mache jetzt auf 1. So. Und hier noch. Oh, und jetzt muss ich so nach oben gehen und bam. Perfekt. Ich habe jetzt zwei Fabriken. Schon. Okay, das Spiel gefällt mir. Mir gefällt mir wirklich. Und schalte frei färben. Schalte Färber frei. Noch 270 Stück davon. Boah, das ist viel. Was ist das eigentlich? Ah, ich sehe es, wie schnell das erstellt. Eine pro Sekunde. Das ist schon langsam. Gelagert. Es ist so langsam, oder? Oder sehe ich das nur so? Vor allem hier da. Der Bereich. Ich frage mich gerade, ob ich das... noch mehr ausdehnen kann. Ich meine, schau doch das mal an, ich kann das gleich eigentlich hier machen. Aber wie ziehe ich das ganze Material darin? Ist die Frage. Ja, ich weiß wie. Weißt du, ich mach hier eine hin. Nein, die müssen ja irgendwie das erreichen. Das mache ich für die zwei. Die zwei. Muss irgendwie hier platzieren. So. Dann mache ich hier einen. Und hier einen. Das lösche. Wartet, wartet. Schaut, 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 schaut. Und jetzt? So, 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 so. Jetzt auf 1. So. Und das mache ich so. Schaut's noch. Schaut meinen Genieplan an. Das ist so ein Big Brain Plan. Bam. Das funktioniert jetzt. Und jetzt muss ich da noch eine hinzufügen. Geht ohne Probleme. Ich frage das auch jetzt safe wie. Ich kopiere einfach das gleich. Bam. Bam. Straße. Straße. Perfekt. Und das braucht jetzt, 6, oder? Ja. Oh, Level 6. Let's go. Der Färber wurde freigeschaltet. Extrahiere eine Paarfarbe, genauso wie bei Formen. Oh, und das ist damit eine Form in Farbe bemalen. Verstehe, verstehe. Das ist auf was für eine Nummer? Auf 9. Von da kommt... ja, das ist schon... heiße gemacht, Alter. Verdammt.
300 Stück brauche ich davon. Verdammt, ich brauche 4. Boah. Erstmal mache ich das fertig. Schneider. Was ist das? Das. Brauche ich das. Brauche ich das. Mach ich hier sowas rein. Ich mache das so. Und das mache ich so. Mache ich das so hin. Perfekt, das funktioniert jetzt auf jeden Fall. Und jetzt muss ich irgendwie diese Farbe. Geht ohne Probleme. Ich weiß auch schon wie. Schau, die zwei sind ja voll belastet. Also. Machen wir anstatt, dass es da reingeht, dass es dahin geht. Ja. Und ich weiß auch schon wie. Das wegmachen. Das wegmachen. Tunnel. Nein, Tunnel. Wo ist Tunnel? Tunnel. Von da kommt es und es geht dahin. Big Brain. Und jetzt, wir brauchen eine Dust, oder? Von da kommt Material, also von links kommt Material. Und es geht nach rechts. Ja, ohne Problem, machen wir so. Ja, okay, so. Nein, nein. Okay, wir müssen es eigentlich so machen. Können wir es besser hinkriegen? So. Ja, genau. So, und dann kommt das hier rein. Von da kommen Farben, indem wir das darauf tun. Straße. Und jetzt Straße dahin, dahin, dahin. Das Ding ist richtig langsam. Oh mein Gott. Ich hab ne Idee. Okay, das Ding ist nicht langsam. Wir bekommen zu wenige Farben. Ist das immer noch zu wenig? Jetzt ist das Ding langsam. Jetzt ist das Färber langsam. Da ist doch Färber, ja. Oh, das Video geht schon 27 Minuten. Boah. Wir machen noch 2 Minuten. Wir machen noch das da hier. Das da hier schneller läuft. Ja, das will ich auf jeden Fall noch hinkriegen. Ich habe auch eine Idee wie. Warte. 9. Färber kommt hier hin. Packen das da hin. Das mache ich weg. Das muss noch mal weiter nach hinten kommen hier. Dann mach den anderen hier hin. Ja. Ich weiß, was ich mache. Okay, das war jetzt falsch. So, die zwei bekommen ihr Stuff. Und jetzt bekommt der so und der bekommt. Nein. Der bekommt es so. Der bekommt es so. Das lösche ich. Und da kommt eine Tunnel hin. Oh, Big Brain, oder? Hierhin? Du gehst dahin. Kompensator. Verteiler. Bam. Ja, okay, vielleicht sollte ich es hier platzieren. Bam. Immer noch zu langsam. Obwohl, nein, das ist schnell genug. Okay. Hier bekommt es zu wenig Farbe. Okay, nein, es bekommt doch nicht zu wenig Farbe. Färber ist einfach verdammt langsam. Boah, das Spiel macht so Spaß. Ey, ernsthaft. Gegen den UCS rotieren. Uhrzeigersinn rotieren, ah.
Okay, Jungs. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das Spiel ist 10 von 10. Danke fürs Zuschauen und ciao.